Einen wunderschönen guten Morgen. Heute möchte ich gerne über Sozialisation sprechen. Wie kannst du deinen Hund gut sozialisieren und ihm dabei helfen, gut durchs Leben zu kommen? Gerade für Welpenbesitzer oder Menschen, die jetzt einen neuen Hund haben, ist gerade dies sehr wichtig. Sozialisation bedeutet nicht, dass ich einen Hund in eine Begegnung reinmanövriere und darauf hoffe, dass alles gut geht, sondern Sozialisation bedeutet, dass es ein Lernprozess ist, dass der Hund die verschiedenen Situationen bewältigen kann, ohne dass er Verhalten zeigt, was von unserer Seite an unerwünscht ist. Das erreichen wir häufig durch Belohnung des Verhaltens, das wir gerne sehen wollen. Sozialisation gilt nicht nur gegenüber anderen Hunden, sondern auch gegenüber anderen Haustieren, wie zum Beispiel Katzen oder Bauernhoftieren, verschiedenen Geräuschen, anderen Menschen. Verschiedene Gegenstände können unheimlich für manche Hunde werden. Das gehört auch alles mit zur Sozialisation. Aber auch andere Artgenossen natürlich. Bei Welpen ist gerade die Welpenstunde ja so das Sozialisationsprojekt. Viele Hundehalter denken, dass es sehr sinnvoll ist. Da laufe ich auch mit konform. Doch achtet da bitte darauf, wie diese Hundestunde abläuft. Es ist wichtig, dass du deinen Welpen in den Schutz nehmen darfst, dass du Verantwortung für deinen Welpen unternehmen darfst und dass dein Welpe nicht alles alleine regeln muss. Welpen können nicht nur von Welpen lernen. Man kann nicht zwei Unwissende in einen Karton packen und am Ende den Karton aufmachen und dann sind da plötzlich zwei Wissende drin. Am besten lernen Welpen oder auch andere Hunde von anderen erwachsenen Hunden. Hierzu ist es wichtig, dass der Kontakt deines Hundes ein ruhiger Kontakt ist, der auch Geduld hat. Er sollte auf gar keinen Fall auf Hundekontakt mit Aggression oder Unterdrückung reagieren, sondern eher mit Klarheit, Verständnis und er sollte vor allen Dingen auch Geduld haben. Und dazu eignen sich am besten einfach erwachsene Hunde. Erfahrungsgemäß sind besonders Hündinnen, die schon mal Mütter waren, sehr gut geeignet. Und vor allen Dingen Hunde, die noch nie negative Erfahrungen gemacht haben. Gerade Hunde, die schon mal gebissen worden sind, wären kein guter Erstkontakt. Wichtig ist aber zu wissen, sollte ein Kontakt in die Hose gehen, darfst du Verantwortung übernehmen, du darfst eingreifen. Das ist sehr gut für die Beziehung zwischen dir und deinem Hund, dass der Hund weiß, dass du Verantwortung für ihn übernimmst und ihn in Schutz nimmst. Das ist für deinen Hund und eure Beziehung wirklich sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass dieses Video dir weitergeholfen hat. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag.